Hallo und willkommen zurück zu Disgaea 5, wo wir jetzt das nächste Kapitel angehen, also beziehungsweise den nächsten Level in diesem Kapitel. DT Corfield. Und da wollen wir jetzt ja irgendwie, wie heißt er noch, Goldion retten, wenn Zerokin das schafft mit seinem Final Skill. You're finally here, warriors of the Rebel Army. Ihr seid schließlich gekommen, Kämpfer der Rebellenarmee. Let's go, bro. Right. Are you ready? Alles klar, bist du bereit? Don't worry about me, bro. I'm actually really scared, but I'm all right. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich habe zwar ziemlichen Schiss, aber ich bin okay. My bro is with me, as well as my reliable allies. Denn schließlich steht ja mein Bruder an meiner Seite, genauso wie meine anderen zuverlässigen Verbündeten. I'm graduating from being a weakling coward today. I'll save Goldion this time. Ich habe meine Zeit als schwächlicher Feigling hinter mir gelassen. Und heute werde ich Goldion retten. Ah, das ist mal eine einfache Kampfbühne. Jetzt, der hat aber schon wieder mächtig zugelegt. Wo hat er denn zwischendurch aufgelevelt? War der in der Item World? Naja, versuchen wir mal unser Glück. Ohne zu cheaten. Oder sagen wir mal, ohne alle Gameplay-Elemente auszunutzen. Ich brauche... Going? Dich hier. Wer kommt noch mehr nach vorne und hält keinen Schlag aus, ist die Frage. Jetzt will ich ja nicht unbedingt... Du kannst bis da vorne. Das ist schon mal nicht schlecht. Du brauchst nämlich keinen Shield Buff. Also du musst 4 Felder entfernt. 1, 2, 3, 4. Ein bisschen versetzt. Aber du könntest eventuell auch einen Shield Buff brauchen. Warte mal. Du kriegst einen. Wer steht noch ziemlich vorne? Wie sieht das mit Rayek aus? Rayek macht wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden. Stäbe ist bei 0. Eigentlich sind Fäuste super. Fäuste sind richtig super. Und Stäbe gehen, aber ich glaube, jetzt mal eben antesten, da wird nicht viel gehen. Ja, man sieht es jetzt nicht. Ne? Vielleicht ziehe ich ihn später nach, aber jetzt nicht. Billy brauche ich. Billy braucht aber keinen Shield. Billy kann nämlich weit schießen. 4, 5, 6, 7. Du kannst sogar bis da hinten gleich. Clown macht wahrscheinlich wenig Sinn. Mal schauen, was du so hast. Wo ist da? Ja, das sind gar nicht so besondere Sachen. Die Waffe ist vielleicht besonders, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe sie ja noch nicht gehabt. Aber Chainmail haben wir woanders auch schon gelootet. Und für 2% oder selbst wenn ich jemanden finde, der 10% Chance hat, da kann ich keine Aktion hier vergolden. Summerie kann ein bisschen was tun. Okay, kleine Planänderung. Summerie geht ganz nach vorne und Summerie braucht Unterstützung.
ready. So, du kannst nämlich auch woanders was machen. Kannst nämlich schräg stehen. Warte mal, deinen Skill. Hellfire Shot. Hat ein nettes D, der hat D+. Macht dann auch irgendwas Besonderes, das Element Feuer. Da sieht man so einen kleinen Pinökel, okay. Und da. Auch. Bleib ruhig mal da stehen. So, du kommst dorthin. Dann haben wir Red Magnus, unser HP-Monster. I'll get super reckless! Du bleibst einfach mal abseits hier wo stehen. Ja, doch, machen wir die Fan schon mal an. Gut. Einmal hier. Dann haben wir Billy hier hin. Da müsst ihr ja treffen können, ne? Mit so einem Silent Sniper. Kostet 48 Punkte. Wie viel hat er? Er hat genug. So. Der darf nämlich nicht drauf gehen so schnell. Deshalb kommt ihr hier nach hinten. So, Jean-Claude, du hast auch Buffs, ne? Und zwar. Nee. Ja, das ist nicht schlecht. Aber kommst du weit genug nach vorne und dann, wenn du weit genug nach vorne kämst, hast du nicht genügend Hitpoints, um da was zu reißen. Also um am Leben zu bleiben, meine ich damit. So. Walter. Walter ist noch eine gute Option. Let's have fun. Mal schauen, wie das hier so aussieht. Gar nichts zu sehen. Und wenn du angreifst, sieht man da was? Auch nicht. Was hast du denn für einen Angriff? 850 ungefähr? Du hast 1000. Du hast auch 850. Und mal die Angriffe vergleichen. Warte mal. Deine Hitpoints sind ganz gut. Wenn du hier hingehst. Ich überlege mich doch, Rayek nochmal reinzusetzen. Dann sehen wir zumindest mal, wie viel Schaden der so macht. Kannst du überhaupt 4? Ja. Und dann war es, glaube ich, egal welches Element. Also nimmst du Feuer, das ist dein bester Zauber. Gut, dann haben wir jetzt wie viele Leute? 9. Christo, was hast du noch für Buffs? Wahrscheinlich gar keine. Magic Boost. Wollen wir das mal machen? Wir brauchen Christo danach eh dann wahrscheinlich zum Heilen. Genau, dann nehmen wir das noch in die Reihe hier mit rein. Dann fangen wir an mit Billy. Dann senken wir die Verteidigung mit der Axt.
Aber fangen wir mit dem schwächeren Axtkämpfer an. Dann kommt hier der Endbuff. Ich weiß gar nicht, wie viel das... Aber das waren, glaube ich, auch immer diese 30% oder so. Oder ich weiß nicht, ob ich schon abgedatet habe auf 35%. Das heißt, wir gehen von Intelligenz 600 und ein bisschen auf ungefähr 900 dann. So, ich setze hier extra mal früh ein. Mal sehen. Ich glaube ja, du machst nicht so viel Schaden. So, dann haben wir Walter. Oder Pfeil und Bogen erstmal. Der macht ja auch noch ganz gut. 84 SP, das können wir öfter einsetzen. Strange Shot. Es juckt immer wieder in meinen Fingern, aber es wird eh keinen Effekt auf ihn haben und ich müsste da jetzt einen Schritt herangehen, das will ich gar nicht. Also sehen wir hier was? Oh, da sehen wir sehr viel. Kommst du eher zum Schluss. Denn bei Walter sehen wir noch nichts. So, und zweite Axt. Dann hier nochmal der als D+. Und zum Schluss China Tiger. Special Sword Inferno. Ist das, ne? Ja. B+. So. Haben wir alle. Ja. Es wird wahrscheinlich einen Konter geben. Aber das ist ja nicht schlimm. Was sagt Bonus? Firebody macht, glaube ich, 25% Feuerresistenz oder sowas. Aber drei Waffen, die da auf Rang 6 bis 8, die hätte ich gerne. Wenn wir den Kampf schaffen, also Bonus wird hier kein Problem sein, glaube ich. Ah, das haben die Gegner öfter mal schon auf uns gemacht. Okay, das sind so knapp 500. I'll support you. Mal als Vergleich. Wenn ich jetzt Konen zum Beispiel dazu ziehen würde. Oh, 1000. Also Rake bleibt. Der wird dann auch als Vorletzter wahrscheinlich nächstes Mal dran sein. China Tiger wird wahrscheinlich noch mehr als 1000 Schaden machen. Goldian, I've betrayed you. Goldian, ich hab dich verraten. If I think about all the stuff I did, I don't have any right to ask for forgiveness. Wenn ich an all die Dinge denke, die ich getan habe, dann habe ich überhaupt kein Recht, um Vergebung zu bitten. This is the least I can do to repay you. Und das hier ist das Minimum, was ich tun kann, um Wiedergutmachung zu leisten. Let's end this quick. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Let me thank you. Also hier. Sag mal eine Zahl. Wow, 2,6. Okay, Bonus ist doch ein Problem. Ja, aber der Schaden, ich bin beeindruckt. So, und jetzt bin ich wahrscheinlich noch beeindruckter. Der kann ja gut zuhauen, der Bloodis. Ja, genau in die Mitte rein. Okay, das war jetzt aber armselig an Schaden, Gladys, ne? Das weißt du. Da haben wir jemand, der verwirrt ist. Wie weit kannst du Verwirrung? Ich guck nur gerade. Du kannst. Achso, du kannst dich kaum bewegen.
Du kannst da stehen bleiben, das ist alles kein Problem. Dann muss ich euch schon mal in die richtige Richtung bringen. Dann gehst du doch einen vor. Du einen dahin. Den hier nochmal wieder rückgängig. So, hier rein, um zu heilen. Sturm braucht keine Heilung. So. Billy hat begonnen. Aber warte mal, du gehst nicht dahin? Oder doch, du gehst dahin, das ist gut. Billy hat begonnen. Dann können wir jetzt heilen. Ich mach mal erst diesen Espor. Nicht, dass, ich weiß gar nicht, was das für ein Effekt das ist. Nicht, dass es irgendwie die Heilung noch beeinflusst. Aber es sieht mir einfach aus wie Verwirrung. So, dann machen wir hier den Demon Slays. Was in 911. Dann haben wir gesagt Axt. Oder Vitalität stehlen. Wir haben nichts, aber dann lernen wir den Skill besser. So. Ja, das ist schon unser bester Angriff. So, wen haben wir noch? Nur noch Rayek, Shina und Killia. Killia muss in diesem Fall zuletzt. Das heißt, jetzt kommt Rayek. Und dann machen wir einen Hurricane Blow. Okay. Nice. Bang! Huh? All right! I'll support you. My right hand. There. My other side. Huh? Your toe. Huh? Damit dürfte er auf einem Drittel seine Hitpoint runter sein, wahrscheinlich noch weniger. Ah ne, warte, er hat 24.000, jetzt haben wir 8.000 gemacht, kann das sein? Ja doch, wir sind erst unter einem Drittel, glaube ich. Aber leider bonustechnisch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allen Dingen, weil es hier nur Geld gibt. Naja, die Mighty Shotel ist jetzt auch nicht so berühmt.
Ist nicht so schlimm, wenn wir den Bonus nicht kriegen. Hard. I only need one finger for you. You're weak. Oh, vier Leute. Aber die Reihe könnte drauf gehen, aber die anderen überleben. Selbst Reik überlebt. So, dann haben wir hier wieder Anzeichen von Verwirrung. Setze ich hier mal mit hin. Wir brauchen nämlich jetzt keine Verteidigung mehr. Und eigentlich brauchen wir auch keine Heilung mehr, bis auf das Verwirrung. Das würde ich gerne heilen. Würde dich gerne hier mit hinstellen. So, du noch da. Jetzt will ich nur ein bisschen Bonus abräumen noch. Das ist schlecht. Dann noch mal weg. Dahin. Sie gar nicht mit kämpfen, richtig? Naja. Schlägst mal mit zu, du kannst ja zwei Felder schlagen. Du könntest sogar eine Spezialattacke machen. Wow! Alter, was macht das für Schaden? Das will ich jetzt mal sehen. Und dann kannst du noch mit schießen. Du machst einen normalen Angriff. Capture will ich jetzt mal nicht ausprobieren. Bonus willen. Mache ich nur einen kleinen Angriff. Und wenn es jetzt noch nicht gereicht hat, dann musst du aber hier was reißen. So. Aber wahrscheinlich kippt er schon vorher um. Das war's. Ja, Killia ist ja Mana-Anführer, dann passt das ja. Ja, eine Waffe noch mitgenommen. You okay? Und jetzt bin ich mal gespannt. Ach, Zirukin steht gar nicht auf dem Feld. Keine Erfahrungspunkte, aber ist egal.
Zorokin. Now. Zorokin, jetzt. Right, Bro. Alles klar, Bruder. Ultimate Demon Technique. Final Skill. Avidia Holy Water. What is this power? Was ist das für eine Kraft? What's wrong, Zorokin? Is that all the power? No. All the feelings you have toward Goldeon? Das stimmt nicht, Zorokin. Ist das all die Kraft, ich meine, die Gefühle, die du für Goldeon hegst? Don't give up. Release your innocent heart to save Goldeon. Gib jetzt nicht auf. Befrei dein unschuldiges Herz, um Goldeon zu retten. Please open your eyes, Master. Bitte, öffnet eure Augen, Meister. Yes, we did it, Blip. Killia, Zorokin. Ja, wir haben es geschafft. Killia, Zorokin. What the? What's with that super dark energy? Was zum? Was war das für eine super dunkle Energie? That hideous miasma. That must be the power Void Dark was using to control him. Dieses abstoßende Miasma, das muss die Macht von Void Dark gewesen sein, mit der er Goldeon kontrolliert hat. What an evil energy. I've never seen anything so evil. Welch böse Energie. Ich habe noch niemals zuvor etwas so Böses gesehen. At least now he isn't being brainwashed anymore. Zumindest unterliegt er jetzt nicht mehr der Gehirnwäsche. Da kann ich mir jetzt nur eine Person vorstellen, die da gerade gelacht hat. Why are you still alive? I thought I killed you. Wieso lebt ihr eigentlich immer noch? Ich dachte, ich hätte euch getötet. Void! Oh, da hat Killia jetzt aber die Hasskappe auf. Killia, you always were an eyesore. Killia, du warst schon immer ein was auch immer. Void! You! I'll kill you! Void, du, ich werde dich umbringen. Now, hurry up and unleash me. You actually do know, right? That I can kill Void Dark in an instant? Nun beeil dich und lass mich frei. Du weißt doch, dass ich Void Dark in einem Wimpernschlag töten kann. I don't care what happens. This guy. I'll kill him with my very own hands! Ist mir ganz egal, was passiert. Dieser Typ. Ich werde ihn mit meinen eigenen Händen erledigen. Oh. Was für ein Cliffhanger. After an intense battle, Sir Killia defeats Void Dark. What? Red Magnus was planning on defeating Void Dark? But Killia supercut in line ahead of me! But the battle doesn't end there. More powerful enemies stand in Sir Killia's way. Looks like Void Dark fell. But he was the weakest of the Elite Four. I, Shadow Dark, shall face you next. Who are these guys? Next time on Killia, the Brutalist Servant, Episode 9, Fierce Battle, the Elite Four. Let's change devastation to hope, and go! After the Elite Four, there are the seven Divine Generals and the 10 Overlords waiting for us, Blip! You guys have some nerve.